Willkommen zu einem Streifzug durch die Welt des Buchstabens S. Seht mal zu, es wird famos. Auf die Plätze, fertig, los. Siebengebirge. Das Siebengebirge bei Bonn ist nicht nur wunderschön, sondern auch legendär. Eine Legende besagt, dass auf einem der Berge, nämlich auf dem Drachenfels, ein feuerspeiender Drache lebte, der den Schifffahrtsleuten das Leben schwer machte. Der Drache hatte wohl keine andere Freizeitbeschäftigung. So ist es auch im menschlichen Miteinander. Statt Kleinkriege zu führen, sollte man sich lieber die Hand reichen. So haben beide mehr davon. Schaukel. In meiner Kindheit hatte ich eine Schaukel im Garten. Ich schaukelte immer höher, dabei durchflutete mich die frische Luft, bis ich das Gefühl hatte, zu fliegen. Diese Freiheit kennen leider heute viele Kinder nicht mehr. Sagenhafte Gestalten. Es gibt verschiedene sagenhafte Gestalten. Nixen, Zyklopen, Kobolde, Feen, Elfen, Einhörner und viele andere. Ein ausgefallener Mensch ist auch sagenhaft. Schiller. Einer der bekanntesten deutschen Dichter war Friedrich Schiller. Obwohl er 1759 geboren wurde, sind seine Werke immer noch aktuell. Hier ein kleiner Auszug. Ein Freund vertreibt die Einsamkeit und gäbe es keinen, würde man davon träumen. Liebe, nicht Hass, ist göttlich. Schiller ist ein Beispiel für die Reichhaltigkeit der deutschen Sprache. Sonne. Unsere Sonne ist 1,4 Millionen Kilometer von uns entfernt. Auf ihrer Oberfläche herrschen 6000 Grad. Die Sonne ist unentbehrlich. Sie spendet Licht, Wärme und Leben. Sie ist so stark an Energie. Wenn sich alle einig wären, bräuchte man außer der Sonnenenergie keine andere Art der Stromerzeugung. Schallmauer. Wenn ein Flugzeug schneller fliegt als der Schall, durchbricht es die Schallmauer. Dann gibt es einen großen Knall, wobei sogar Fensterscheiben erzittern können. Das Flugzeug war es nicht, was als erstes die Schallmauer durchbrach, sondern eine Peitsche mit ihrem unverwechselbaren Knall. Man lernt nie aus. Sanduhr. Wenn du sehen willst, wie die Zeit vergeht, schau dir eine Sanduhr an. Die Zeit vergeht still und unaufhaltsam. Science Fiction. Die Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk zeigte damals schnurlose Telefongeräte, mit denen man sich verständigte. Heute ist dies eine Selbstverständlichkeit. In vielen Filmen zeigt sich, was später zur Wirklichkeit wird. Schlau. Schlau ist, wer erkennt, dass wenn er A sagt, nicht B sagen muss, wenn A falsch war. Sieg. Ein Sieg bei einem Spiel hat den Nachteil, dass es auch einen Verlierer gibt. Aber ein Sieg gegen den inneren Schweinehund kennt nur Gewinner. Summ, 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 die Zeit für das S ist um. Das T ist noch nicht auf der Welt, wird aber in Kürze vorgestellt.